Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir befinden uns in der Wüste. Hier mal an den Rand laufen. Hier so kommt. Ist das verbrannt? Oder was? Ein Tee? Lässt sich schlecht sagen. So, deswegen schauen wir mal in unser Tagebuch. Finde Frederik. Oh. Questkarte. Wo ist Frederik? Da ist Frederik. Gut, dann. War ich auch schon, oder? Gut, da vorne ist noch was zum Einsammeln. Also die letzte Folge war ja auch hier mit diesem Puppenspieler, also diesem komischen Chaos, der mit seinen Leuten da gespielt hat. Ich bin der große Puppet Master. Spinne einfach. Er ist uns leider abgehauen. Hätte ihn ja gerne platt gemacht. So. Muss ich jetzt außen rumlaufen? Sieht wohl so aus, oder? Oder oben, das können wir einsammeln. Haben wir auch noch was? So, pick pick. Dann sind auch wieder Plünderer. Wir warten, dass sie aufs auf die Nase bekommen. Oh, könnte da eigentlich auch mal mithelfen. Ja, sehr spannend, ich weiß. Ressourcen sammeln ist nicht unbedingt das, was man spannendes Spiel nennt. Wieder hoch. Komme ich nicht hin. Verdammt. Schade aber auch. Wir laufen hier mal weiter. Das rote Templer. Der Forscher. Besucher? Dem Erbauer sei Dank. Ich habe lange mit niemandem mehr gesprochen. Seid ihr auch hier, um die Wildnis zu beobachten? Ich denke, ich habe eure Vorräte gefunden. Ein toter Mann in der Wüste hatte das hier bei sich. Tot? Gesegnete Andraste. Was ist mit Marcus oder Jeannette? Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin Frederik von Serot, meines Zeichens führender Experte für Drakonologie in Orlais. Ich kam mit einer Expedition der Universität hierher. Aber die anderen sind alle verschwunden und unsere Arbeit ist ins Stocken geraten. Weißkrallplünderer haben den Großteil unserer Vorräte gestohlen. Ihr werdet mir doch helfen, die Ausrüstung zurückzubekommen, oder? Irgendjemand muss schließlich für den Fortschritt der Wissenschaft eintreten. Sehe ich jetzt genau das gleiche, was ich eigentlich schon gemacht habe? Hm. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Nun, da ich meine Rezepte wieder habe, kann ich einen Köder brauen, dem der hohe Drache nicht widerstehen kann. Ich habe fast alles, was ich dazu brauche. Allerdings fehlen mir noch Stachelrückeninnereien und die Schwanzfeder eines Phönix. Ihr studiert Drachen? Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Drachen sind faszinierende und weitgehend unerforschte Kreaturen, die jahrhundertelang als ausgestorben galten. Aber jetzt sind sie zurück. Die Neverana haben ihr Brut- und Nistverhalten sehr genau dokumentiert
Aber bis heute hat niemand das Jagdverhalten hoher Drachen erforscht. Solltet ihr also auf irgendwelche Gurren-Kadaver stoßen, die möglicherweise von Drachen getötet wurden, würde mich das sehr interessieren. Egal, Frederik. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Das ist also Frederik. Schicke rote Maske. Was ist da hinten? Das ist noch ein Tempel. Ich glaube, hier kommen wir nicht so weit. Oder wir gucken uns doch einfach mal um. Die Ödnis. Was ist hier? Was ist das denn für ein Tier? Das ist wie so ein mutierter Ameisenbär. Hat er eine Falle gelegt? Was ist das? Das sieht interessant aus. Idee. Das ist ein bisschen eklig angehört. So, ja. Toll. Nimm's einfach mit. Elementarbarrieren, indem wir genügend Elementenschaden des Geistbarrieren. Wie gut, dass ich kein Geistmagier bin. Das sind Kerzen? Und wir Abschussrampen für Raketen? Jetzt rutscht er wieder ab. Ihr kommt nicht hoch. Ihr kommt nicht hoch. Mir scheint ihr, es ist sehr heiß. Die Luft vibriert und er flimmert. Alter. Hier passiert? War das ein Drache oder ist das einfach nur so? Können die ja mal drum herum laufen? Wenn das so möglich ist, weiß ich ja noch nicht. Also ich glaube, reinfallen sollte man nicht. Weil der durchlaufen kann, irgendwie mit so einem Zauberspruch. Tja, wieder mal ein bisschen planlos durch die Gegend rennen. Aber so ist es mal, wenn man so ein bisschen die Gegend erkunden will, um mal ein bisschen zu gucken, ob hier noch ein bisschen mehr existiert als nur ja, ein paar rein zufällige Gegner. Ich glaube, die Mine, die wir ganz, die wir einmal ganz am Anfang gesehen haben. Das alles? Graue Wächter?
Ja, beansprucht. Der Boden hier vibriert leicht. Okay. Nochmal beanspruchen. Gut, dann ist es jetzt auch uns. Gucken, was wir hier so finden. Lasurit, Lasurit. Was ist hier noch drin? Ein Spinnentotem, ganz wichtig. Inventory-Befehle. Cassius, schärft euren Handlangern ein, den Larven aus Olay in Ruhe zu lassen. Was ist ein Larven? Unsere roten Freunde verlassen das Gebiet und Service rechnet mit Aktivitäten der Weißkrallen. Ich werde ihm nicht erklären, dass ihr daran schuld seid, dass diese dämlichen Idioten von Räubern unsere beste Chance umgebracht haben, diesem Hochdrachen tatsächlich nahe zu kommen. Octavian. Okay, also die haben es ja auf jeden Fall jedenfalls versucht, dem Drachen auch in die Nähe zu kommen. Was soll ich, was, wo ich hier längs laufe, bestimmt irgendwo, wo ich noch nicht hin sollte. Das hat sich gerade nicht so gut angehört. Hm. Was ist hier los? Uraltes Wächtertagebuch. So nah dran, wir haben ihn fast erreicht. Bin runtergekommen bis zu einem zwergischen Teig oder so etwas, wo man das Lied tatsächlich hören konnte. Echt und in der Luft, nicht nur in unseren Köpfen. Es erschütterte die Lyriumsäulen und ließ die Erde unter unseren Füßen in seiner schrecklichen Rhythmus beben. Beim letzten Einsturz haben wir 30 Männer verloren und der Kommandant will die Mission abbrechen. Ich habe für einen letzten Vorstoß gestimmt, aber der Fels da unten ist einfach zu instabil. Wir müssen einen anderen Erzdämon finden an einem zugänglichen Ort. Da haben sie hier so einen Erzdämon gejagt, aber kommt man da irgendwie hier rein oder so? Wir müssen doch hier irgendwo reingelaufen sein. Ah. So, ich kann hier im Kreis laufen. Oh, 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 oh. Meisterhafte Vorreiterrüstung. Das sieht doch gut aus. 210 Gold. Schaden gegen Verderbtheit. Also hier muss bestimmt geht es bestimmt los mit der Verderbnis. Inventar, wer kann es anziehen? Hier nicht. Hier hat ja schon was Besseres an. Pink steht ihm nicht. Ne, kann es nicht tragen. Ja, schade. Gut. Dann wollen wir weiter kicken. Ansonsten gehen wir wieder zurück an unserem berühmten Tisch und werden da entscheiden, wohin wir gehen. Da, da ist auch schon wieder was los. So, warten, bis sie zusammen sind. Das ist optimal. Cool, kann ich jetzt Slow Motion? Ist ja so ein bisschen Slow Motion.
Ja, super, auf so ein Ding kommt, da kann er ohne Probleme hochklettern. Bei anderen Stellen müht er sich echt dann ab, um so einen kleinen Mini-Hügel zu überwinden. Das ist ja jetzt nur Wüste. Ich glaube, wir werden mal. Das sind alles Scherben und Scherben will ich jetzt auch nicht aufsammeln. Drachen bin ich, fühle ich mich noch viel zu unreif für. Erobere die Feste. Ich glaube, wir werden in die Weltkarte gehen. Außerdem haben wir jetzt wieder sowas zu tun. So, gehen wir mal ab zum Ratstisch. Will ich ihn hier untersuchen? Ja, bla bla, habe ich jetzt keine Lust. Haben sich da irgendwas getan, verändert? Wir sind immer noch im Kehren und Putzen. Also. Was ist mit dem Inquisitor? Wer hat mich gerufen? Er hat sein ganzes Leben im Zirkel verbracht. Wie wäre es mit einem Marsmantel aus Valroyo? Er kann schließlich nicht immer Rüstung tragen. Er wird die Geste zu schätzen wissen, Lady Botschafterin. Das ist eine höfliche Art, mir zu sagen, dass er ihm nicht gefallen würde. Ist es wahr, Inquisitor? Ist das Mal auf eurer Hand die Folge von Korypheus' Magie? Korypheus behauptet, es wäre ein fehlgeschlagener Zauber gewesen. Ich wollte es als eine Segnung sehen. Als ein Zeichen, dass der Erbauer zu seiner Schöpfung zurückkehrt. Wie blauäugig von mir. Womöglich hat der Erbauer all diese Ereignisse schon vor so langer Zeit in Gang gesetzt, dass wir sein Wirken nur nicht mehr erkennen können. Das ist ein schöner Gedanke. Tut er weh? Der Anker, meine ich. Er sieht vielleicht seltsam aus, aber er hat mir noch keinerlei Schaden zugefügt. Was ein kleines Wunder ist, wenn man bedenkt, dass er von Korypheus stammt. Jetzt kommen sie drauf, mich zu bemitleiden. Was ist hier los? Dieser Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen Sie schon die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Thedas. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Die Wächter sind tatsächlich in der Festung Adamant, Inquisitor. Euer Stab hat meinen vollständigen Bericht. Okay, gut. Jetzt müssen Action. Also storytechnische Action. So, erstmal Ferelden. Ich habe sowieso keine Punkte. So, ein Geschäft mit dem Händlerprinzen abschließen. Mindestens 50 Seiten, bla bla. Inquisitor, ich bin mit der Vereinbarung, die wir mit den Händlerprinzen geschlossen haben, mehr als zufrieden. Anbei erhaltet eine Kopie zur Prüfung. Ich denke, ihr braucht dafür 3 Tage Zeit und 2 Dutzend Kerzen. Wir wissen, Gold gewonnen. Ja, ist auch nicht so viel. 30 Einfluss. Gut. Haben wir hier noch was offen? Nö, ne?
Dann ab nach hier. Allen helfen, die vom Bürgerkrieg betroffen sind. Es war eine Frage der Ehre, an der Seite der Soldaten der Inquisition zu kämpfen. Die Dämonen hatten keine Chance. Ihr befehligt eine beeindruckende Armee, Kommandant. Nichts besiegelt ein Bündnis wie die Bande, die im Kampf geflochten werden. Mögen wir in Zukunft gemeinsam weitere Siege erringen. Chevalier Duque, Einfluss 60. Oh, 60 ist auch schon mal eine ganz gute Zahl. Zwergische Slaven in dem Vorort der Venatori. Venatori-Enklave entdeckt. Feuer aus der Ferne gesehen. Nahm an, sie hätten ihr Lager beim Rückzug niedergebrannt. War nicht der Fall. Lager bereits zerstört. Venatori tot. Zwergenwerkzeuge gefunden, aber keine Zwerge. Weder lebend noch tot. Toten Tiefenlauerei gefunden. Anzeichen der Verderbnis. Mögliche Erklärung. Venatori von Truppen überrascht, die aus dem Lagerbrunnen kamen. Auf demselben Weg verschwunden, Brunnen eingestürzt, kein Durchkommen, Enklave nach Ressourcen für die Himmelsfeste abgesucht. Bei Rückkehr im Lager der Inquisition Nachrichten neben einem eben geöffneter Senkgrube gefunden. Wir kümmern uns um unseresgleichen. Was ist mit euch, Inquisition? Intus Kriegshelm Kilscharok. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Oh, hier war der Abgrund. Ach je. Hilfsangebot nach ihren Bedingungen. Ein Loch im ach so wertvollen Himmel der Oberflächler. Nicht unser Problem, aber das Ding, das es verursacht hat. Wenn dieser Bastard von einem Magier wirklich die Verderbnis und die dunkle Brut hergelockt hat, freut mich das nicht. Folgt dieser Anweisung, ihr werdet euren Feind schlafend vorfinden. Sagt euren Soldaten, sie sollen den Hauptstollen nicht verlassen. Das ist eure einzige Warnung. Gut, wen nehmen wir denn da? Die Indianer ist ein bisschen schneller. Ja, dann würde ich auch mal sehen. Nachforschung beim Jägersturz anstellen. Auf Grundlage der in Heven gewonnenen Kenntnis, dass die Venatore-Spione für eine dunkle Brut mutmaßlich den Magister Corypheus arbeiten, ist es nun an von entscheidender Bedeutung, die Bedrohung durch mögliche Venatori einzuschätzen. Herzog Tyrtas Pendergast herrscht über die nirvarischen Städte Jägersturz. Als ehemaliger Kriegsheld, der sich selbst einer aufgeschlossenen Haltung rühmt, herrscht Herzog Tyrtas mit Hilfe eines geheimen Netzwerks alter Freundinnen und möglicher Geliebter aus seinen Abenteuertagen, die all wunderschönen Frauen sein sollen. Genauere Informationen über die fünf Grazien von Jägersturz sind rar, aber unter ihnen finden sich Menschen aus Orle und Ferelden, eine Elfin, eine Zwergin und seine Tal Vaso. Ihre bekannten oder vermuteten Vorgeschichten reichen von Mortaltes, der Rachenjägerin, bis zur Badin, Schmugglerin oder sogar Abtrünnige. Wir sind der Überzeugung, dass eine der fünf Grazien von Jägersturz eine Venatori-Spionin im Dienste von Corypheus ist. Gut. Dann nehmen wir die. Und noch ein. Nö. Keine Ressourcen. Machen noch mal ein bisschen was in Ferelden. Auch nicht mehr so viel. Da ist es immer noch beschäftigt. Denkmal für Heaven. Botschafterin Montalais. Schon wir nicht immer einer Meinung waren, bin ich sicher, dass wir in dieser Angelegenheit absolut einig sein werden. Ich möchte an dieser Stelle, an der einst Heaven stand, ein Denkmal für all die Männer und Frauen errichten, die im Kampf für den Glauben ihr Leben ließen. Wollen wir zusammenarbeiten, um die gefallenen Helden zu ehren, Madame Botschafterin Marquise de Relio. Was machst du? Und wir werden uns jetzt einfach da eintrauen.
12 bis 15. Das kann ein bisschen zu heftig sein. Minatorie im Westen unterbinden. Sich mehr voll Macht aneignen erst hier. Elfenruinen untersuchen. Ich glaube, wir machen erstmal was Harmloses. Die Elfenruinen. In Kontakt der Inquisition melden eine Gruppe von Elfen, die Ruinen in den Smaragdgräbern untersucht. Selbige Ruinen. Ruinen können, obwohl, nee, warte mal. Nein, 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 nein. Ich will auch einfach nur raus. So, da will ich rein. Aber so viel ist hier auch nicht mehr, ne? Also hier ist ja gar nichts mehr. Außer der Part hier. Ich bin unschlüssig, weiß nicht, was ich am besten machen könnte. Ich weiß nicht mal, mein eigenes Level, das ist schon traurig. 12 bis 15, hier wartet der Abgrund, ja. Das ist ja wieder... Irgendwas ganz raus, ganz raus. Bin ich jetzt 12 oder 13 schon? Ich weiß es gar nicht. Nee, der Progress ist zu langsam. Messer. 13 bin ich. Da sind die Leute auch 13. Können wir das eigentlich probieren? Mit 13 sollte ich relativ sicher sein. Gut. Wir schauen mal, wie oft wir auf das Maul bekommen. Gut. Festung Adamant hat der dunklen Brut seit der Zeit der zweiten Verderbnis getrotzt. Das heißt, sie wurde vor dem Zeitalter moderner Belagerungsgeräte erbaut. Ein gutes Tribok reißt große Löcher in diese alten Mauern. Und dank unserer werten Botschafterin... Lady Sarah von Jada leiht der Inquisition ihre Pioniere. Sie haben die Triboks schon in Stellung gebracht. Das ist die gute Nachricht. Ach, gibt's da noch was anderes? Und die schlechte? Für Arimond war das Ritual in den Westgraten ein Test. Gut möglich, dass er in der Festung schon sein Dämonen hersammelt. Unsere Truppen können das Tor nehmen, aber wenn die Wächter schon ihre Dämonen haben... Ich habe Baupläne von Adamant gefunden. Es gibt einige Engstellen, die wir nutzen könnten, um das Schlachtfeld zu begrenzen. Sehr gut. Wir können sie vermutlich nicht direkt besiegen. Aber wenn wir ihren Nachschub kappen, kommt ihr vielleicht an Kommandantin Clarell heran. Gibt es keinen anderen Weg? Wir belagern also eine legendäre Festung voller Dämonen? Es wird ein harter Kampf, keine Frage. Aber wir öffnen dieses Tor. Außerdem wäre es möglich, dass einige Wächter unserer Sache gewogen sind. Vielleicht lassen die Krieger mit sich reden, aber sie werden sich kaum offen gegen Clarell wenden. Die Magier sind allerdings Sklaven von Korypheus. Sie kämpfen bis zum Tod. Unsere Belagerungsmaschinen und Truppen sind bereit, Inquisitor. Auf euren Befehl wird Adamant fallen. Gut, wollen wir das ausprobieren? Mehr als drauf gehen können wir ja nicht. Dann haben wir nur 20 Macht verloren. So, wir nehmen mit meine alte Truppe. Sorry, aber ich stehe auf die Leute. Die haben sich bislang auch bewährt. Blackwall. Und? Unsere Schlappboteräger Kaul. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao.